Ich bin der Florian Mickel, Mitgründer und technischer Geschäftsführer von Plastikpreneur. Wir als Plastikpreneur bauen kleine Kunststoffrecyclingmaschinen, um damit Menschen weltweit Zugang zu geben zu dezentralen Kunststoffrecycling. Wir haben über 550 Maschinen in über 90 Länder weltweit exportiert. Das Ganze von unserem Standort in Klagenfurt aus. Die Idee ist im Prinzip bei einer privaten Reise von unserem Mitgründer Sören und seiner Frau in Uganda entstanden, die 2016, 2017 nach Uganda gereist sind, um bildlich gesprochen Brunnen zu graben und nicht wussten, was ihre Brunnen sind. Und haben halt diverse Sachen probiert, von Mikrokredite über Lehmhäuser gebaut und so weiter, bis sie halt irgendwann zwei Probleme erkannt haben, und das war Arbeitslosigkeit und Kunststoffmüll. Unsere Produktpalette umfasst im Prinzip alles, was ich brauche, um Kunststoff im Kreislauf zu führen. Das heißt, wir haben einen Kunststoffschredder, mit dem ich Kunststoffmüll in kleine Flakes, sehr kleinere. Diese Flakes kommen dann in die Spritzgussmaschine. Mit der Spritzgussmaschine kann ich kleine Produkte in großer Stückzahl produzieren. Und dann haben wir noch den Extruder, mit dem ich große Produkte in kleiner Stückzahl produzieren kann. Wir haben im Prinzip die Maschinen am Anfang entwickelt für diesen einen Case in Uganda und haben uns gar nicht vorstellen können, was man damit alles machen kann. Und wenn man sich jetzt anschaut, unser Kundenportfolio, sind das von Schulen, Universitäten, Makerspaces über das höchste Recycling Lab der Welt im Basecamp von Mount Everest, über Grönland, über Flüchtlingslager in Kenia und Uganda. Also da ist so viel passiert, wovon wir überhaupt nicht gerechnet haben am Anfang. Ich bin die Raffaela und ich bin einer der Mitgründer von Plastikpreneur. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir Maschinen bzw. Lösungen geschaffen haben, die Menschen vor Ort dazu befähigen, selbstständig etwas herzustellen, sich den Problemen anzunehmen. Ein positives Beispiel daraus wäre EcoBricks. Das ist eine Waste-Picking-Organisation aus Uganda, die zuvor Müll gesammelt und wiederum verkauft haben und nun vor Ort wirklich den Kunststoff, den sie sammeln, auch in wertvolle Produkte umwandeln können, transformieren können und dann wiederum am Markt verkaufen können. In den letzten Jahren haben wir einige FFG-Förderungen in Anspruch genommen, die vor allem dazu beigetragen haben, das Bewusstsein der österreichischen Gesellschaft zu bilden. Wir blicken aber sehr optimistisch auch auf das Jahr 2024, weil wir denken, dass wir mit unseren Tätigkeiten sehr gut in vor allem auch Förderungen, die zur Entwicklung der Kreislaufwirtschaft beitragen, reinpassen. Die Zusammenarbeit mit der FFG ist immer sehr positiv verlaufen. Wir fühlen uns sehr unterstützt von der FFG und sehr gut beraten.